Es ist der Season Showdown in Spa und spannender könnte es eigentlich nicht mehr werden. Meine beiden Herren, jetzt mal direkt an euch, Milenko und Heiko. Was habt ihr euch da für morgen gedacht? Also wie viel Spannung kann da noch da sein in der Super Production? Du hast das Auto wieder fit gekriegt, du bist auf die Pole gedüst. Geht euch jetzt die Pumpe bezüglich morgen? Du, ich kenne mich nicht aus im Moment, wie es ausschaut mit Punktestand. Wir müssten irgendwo auf dem Gleichstand sein, so wie der Heiko sagt vorher. Ja, es ist... Du, ich genieße die Zeit, den Audi nochmals hier rumzuprügeln. Das macht richtig Spaß, mit dem Heiko zu fighten sowieso. Und es ist einfach geil. Das ist einfach unbeschreiblich. Das ist einfach purer Tourenwagensport und macht riesig Spaß. Macht auch sehr viel Spaß zuzugucken. Erstmal herzlichen Glückwunsch an den Gewinner, Milenko Vukovic, heute wichtige Punkte mit nach Hause gefahren. Und Heiko, dafür, dass wir uns vor ein paar Stunden unterhalten haben und du dachtest, dass du gar nicht erst antreten kannst, ja, Motor wieder fit gekriegt und von hinten auf die zweite Position gekämpft. Das ist doch erfolgreich. Trotzdem strahlst du nicht. Ja, klar. Also zuallererst mal kann ich nur den Jungs Danke sagen, die in zwei Stunden den kompletten Motor getauscht haben. Wir haben eigentlich schon gedacht, wir können sowieso nicht starten. Von dem her war das jetzt klar ein Erfolg. Natürlich ist natürlich, wenn man als Tabellenführer anreist, nach dem ersten Rennen punktgleich ist, so gemischte Gefühle. Aber die eigentlichen Gewinner heute sind meine Mechaniker, die es geschafft haben, in zwei Stunden den kompletten Motor, Antriebsstrang, alles zu wechseln. Und hat alles reibungslos funktioniert. Danke an die Jungs. Congratulations to you. And again, we find you on the podium. You're doing a great, constant job. How was it overtaking Alexander Rambo? Was it difficult? I think Gea had an upgrade with the engine, because in the last race in Zolder they weren't so fast on the straights, but now they had the same speed like me. So I had to push in the Eau Rouge and I had gained a lot more speed than him in Eau Rouge and overtake him in the straight. So it was here. Sorry. Problem. You're on the third place, you can drink the champagne now. Die beiden Herren, wollt ihr euch noch final etwas für morgen wünschen, auf den Weg gehen? Ich wünsche mir, dass die Technik haltet und dass man auch so viel Spaß haben. Und wir versuchen, denke ich, ein bisschen die Spannung auszublenden, ich und der Heiko. Wir genießen, denke ich, sicher morgen die Fights, wenn die Technik hält. Man hat es gesehen beim Heiko, das ist unvorgesehen, dass es kann immer irgendwas passieren und wir sehen mal. Ja. Faires Rennen also, und von deiner Seite, was wünschst du dir oder was wünscht du auch Milenko? Ja, dass es morgen fair ausgeht und dann sehen wir, wer Meister wird.